Sony Interactive Entertainment präsentiert Naughty Dog. Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum allerersten Last of Us 2 Let's Play. Ja, Freunde, heute ist der große Tag gekommen. Wir dürfen die allererste Folge aufnehmen, bevor das Spiel überhaupt rausgekommen ist. Morgen ist ja der offizielle Release. Und dafür müsst ihr heute den Like-Button auseinandernehmen. Lasst schon mal jetzt alle einen Daumen nach oben da. Es ist die erste Folge. Ich will hier mindestens die 10.000 Likes sehen, Leute. Alle, die gerade neu auf diesem Kanal sind, da würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir haben jetzt vor kurzem erst Last of Us 1 gezockt, sind genau heute fertig geworden mit Last of Us 1 und steigen direkt ein in Last of Us 2. Über 8 Jahre Pause war zwischen diesen beiden Spielen und Naughty Dog und Sony müssen hier einfach ein Meisterwerk auf die Beine gestellt haben, ähnlich wie Uncharted. Und ich sag mal eins, Leute, guckt euch das Wasser im Hintergrund an. Das sieht einfach nur zu krass aus. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt direkt mal auf die beliebige Taste und starten jetzt rein hier. Boah, hört mal diese Geräusche im Menü. Hört mal diese Wassergeräusche. Das ist richtig ASMR-Style. Und ja, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, wir haben jetzt endlich wieder ein geiles Spiel auf diesem Kanal. Und tut mir einen Gefallen. Es wird jeden Tag eine 30-Minuten-Folge kommen. Ich werde das Let's Play sowas von fühlen. Das werdet ihr, denke ich, auch merken. Und ich will gar nicht zu viel um den heißen Brei labern. Lasst uns jetzt gemeinsam in diese Welt von Last of Us wieder eintauchen. Mit Ellie, Joel und so weiter. Wir sind bestens darauf vorbereitet. Danke an alle Neuen, die hier abonnieren. Und denkt auch dran, meinen Twitch-Kanal abzuchecken. Dort wird das Spiel nicht kommen. Das wird nur als reines Let's Play kommen. Weil Story-Spiele auf Twitch macht für mich nicht so wirklich viel Sinn. Weil ich einfach das Spiel selber spielen will, sage ich mal. Und dabei volle Kanne in dem Fokus sein möchte und alles natürlich mitnehmen will. Und ich würde sagen, wir starten rein. Story, neues Spiel. Es geht los. Last of Us 2. Here we go. Ich bin so gespannt, Leute, wie das Spiel überhaupt anfangen wird. Ihr habt ja gesehen, wie es geendet ist. Wir haben uns mit Ellie an diesem einen Felsen da getroffen, sind da stehen geblieben und dann hat sie ihn gefragt, ob das wirklich die Wahrheit war bei den Fireflies und er hat sie ja dann quasi eiskalt angelogen gehabt, weil sie war die Einzige, die infiziert war, aber nicht quasi sich zum Monster verwandelt hat. Und ja, wir werden jetzt hier schauen, wie das Spiel anknüpfen wird, wo es weitergeht. Wir haben ja auch schon den ein oder anderen Trailer gesehen. Aber ich bin jetzt mal echt gespannt, wie die Grafik auch sein wird. Okay, Leute. Okay, ich muss ab und zu leider was sagen, weil nicht, dass die GEMA das Video irgendwie claimt oder so. Ein Spiel von Naughty Dog. Die besten Erfinder, wenn ihr das seht, ich küsse euren Nacken, wirklich. Uncharted war das beste Game, was ich jemals zocken durfte. Und jetzt Ruhe. Diese Grafik, Digga. Weiß nicht, was passiert ist. Oh mein Gott. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Oh mein Gott. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Das haben wir ja gespielt, Leute, die Stelle. Hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott. Akte? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Das ist doch der Bruder, oder? Ist das nicht der Bruder von Scheiße, ihm? Scheiße, Mann. Tommy! Ja, Mann, das ist der Bruder. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich komme gerade nicht klar auf diese Grafik, ne? Bitte, es ist unglaublich. Jetzt gibt's quasi einen kleinen Rückblick hier. Nimmt den Like-Button auseinander. 15.000, 20.000,
Nimmt dieses Video auseinander. Es muss in die Trends, Digga. Das ist einfach krank. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass dir nicht den Kopf. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Gar nichts. Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... Immunität... bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Boah, die Stelle, Alter. Vorgestern noch gespielt, die Stelle. Sie hat's so hingenommen. Man kriegt echt Gänsehaut bei dieser Musik, ne? Aber ich hoffe, die wird nicht gesperrt. Deshalb muss ich leider reden. Die Frage ist, wo ist Ellie hin? Was ist passiert? Wie viele Jahre sind vergangen? Weil er ist ja mit ihr zusammen hierhin zurückgegangen. Und vielleicht ist sie ja einfach abgehauen. All das werden wir jetzt erfahren. Ey, ein komplett neues Spiel. Keiner von uns weiß, was passiert. Ey, 8 Jahre später. Überlegt euch mal, 2012 kam dieses Spiel das erste Mal für die PlayStation 3 raus. Das ist echt wie bei Uncharted, Leute. Es ist wie bei Uncharted. Diese Pause. Oh mein Gott, Digga. Bitte. Alter, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper noch mit dieser Musik und so. Game Directions, Anthony Newman, Kurt McGrawney. Boah. Ich könnte gerade heulen. Ich könnte gerade einfach weinen, ne? Alter, mit neuer PS4-Grafik. Leute, Alter. Meine Güte. Ich würde am liebsten jetzt gerade einfach leise sein, aber dieses schöne... Gitarrensolo im Hintergrund würde wahrscheinlich gesperrt werden. Wir müssen hier leider echt aufpassen auf YouTube. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich ab und zu leider dazwischen reden muss. Weil nicht, dass das Video am Ende gesperrt wird oder demonetarisiert wird, das wäre natürlich nicht so cool. Vor allem bei der ersten Folge. Boah, mit der Sonne, bitte! Guckt euch das mal an! Ey, bleibt mal einfach stehen und genießt das gerade hier. Ich fühle das gerade anders, ne? Ich fühle das gerade anders, Leute. Ich hoffe, ihr merkt das auch. Boah, ich bin so gespannt auf dieses Spiel. Wir zocken halt einfach Last of Us 2. Guckt das euch an. Da soll erstmal jemand drauf klarkommen, ne? Da soll erstmal jemand drauf klarkommen. Guckt mal hier links. Einfach Joel ist wieder am Start, ey. Ich bin so gespannt, was hier passieren wird, ne? Und ob es der letzte Teil sein wird oder ob es noch weitergehen wird. Vielleicht gibt es hier irgendwie Andeutungen auf Uncharted 5 oder so. Genau. Wir müssen uns überraschen lassen, Leute. Wir müssen uns überraschen lassen. Das ist quasi das Intro, was wir gerade spielen. Heilige Makrele, guckt euch das Wasser an, bitte. Wer neu ist, lasst ein Abo da. Jeden Tag wird dieses Spiel kommen. Mindestens eine halbe Stunde. Eine 30-Minuten-Folge wird jeden Tag kommen. Es wird einfach perfekt am Abend sein, wenn ihr Abend isst oder wenn ihr sonst irgendwas macht, Fernseher guckt, macht den Fernseher aus, geht auf YouTube, zieht euch diese Let's Play-Reihe rein bei mir. Das wird ein unvergessliches Erlebnis werden, ich sag's euch. Und wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, guckt es euch an, kam auch auf meinem Kanal, entweder von vor 5 Jahren oder jetzt von vor 1-2 Wochen. Boah, krass. Die Frage ist, wo ist Ellie? Ich bin echt gespannt. Boah, diese Musik, ne? Die ist krank, Mann. Die ist echt krass. Sehr, sehr kranke Musik gerade hier. Hayley Gross. Die Tore werden geöffnet. Boah. Ey, das ist unglaublich. Ich schwör's dir, ne? Ohne Witz, ich krieg Tränen im Auge, Alter. Wirklich. Ich krieg gerade echt Tränen, Alter. Unglaublich, Mann. Los. Sorry, dass du sentimental okay, wieder werde, aber... Geh schon. Sicher? Ja. Okay.
krank. Ich werde die Facecam jetzt immer anlassen erstmal. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Danke, Tommy. Das ist unser Bruder für alle. Später, Tommy. Boah, presented of Naughty Dog, Evan Wells. Ja, krass, die haben jetzt schon quasi fast eine eigene Stadt hier. Also, wie viele Jahre müssen vergangen sein zwischen Teil 1 und Teil 2? Ich denke mal so Minimum 5 Jahre. Ja, so als ob man sich gerade einen Film reinzieht, ne? Hey, wir gucken gerade einen Film. Wer zeichnet denn da gerade? Ist das Ellie? Niemals. Oh mein Gott, das ist Ellie! Wo ist sie? Ah, sie Hello. Ist... Ach, sie ist sogar bei uns. Okay, ich hab gedacht, sie Ellie. Ist abgehauen. Okay, okay. Da können wir ja nicht wissen, Leute. Das können wir ja nicht wissen. Ich hab gedacht, sie ist abgehauen. Guck mal, da hängt wieder dieser Starlight-Poster. Diese Serie hat die doch so gefeiert. Und da ist die Figur von dem Sam, der in Teil 1 gestorben ist. Der kleine Junge. Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Aber seid mal ehrlich, Freunde. Wer von euch hat auch gedacht, dass Ellie irgendwie weg ist? Weil die hat ja nicht am Anfang an... War nicht direkt von Anfang an dabei. Okay. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Der muss hier noch was vorsingen. Okay. Normalerweise. Der Joel. Ey, das, die Grafik, Digga, ich komme wirklich nicht drauf klar. Es tut mir leid, ne? Dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Joel erinnert mich echt an Sullivan. Oh, wir müssen selber drücken. Was? Mit linken Stick einen Akkord auswählen? Zum Anschlagen wischen. Oha, ich muss jetzt übers Touchpad so wischen. Krank, Digga. Krank, ich spiele gerade selber einfach über Touchpad. Ich hoffe, dass das nicht gesperrt wird. Ey, bitte, bitte, bitte. Tut mir leid, ich muss leider dazwischen reden. I never wanted to lose you. Oha. I surely lose myself. Der singt für sie, Leute. Everything I have found here. Das wollte sie unbedingt in Teil 1 und jetzt macht das. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. Oh, my stolen missing parts, I've no need for any more, 'cause I believe, and I
can see our future days, days of you and me. So, das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Er hat gesungen für dich. Na, das ist doch schon was. Ey, Naughty Dog macht die besten Storyspiele. Die können nicht aufhören. Die können nicht aufhören, Leute. Das geht nicht. Nein. Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. Ellie sieht irgendwie voll anders aus im Gegensatz zu Teil 1, ne? Okay. Also ich finde sie irgendwie ein bisschen anders, aber sie ist ja auch älter geworden, das ist ja kein Problem. Weißt du den Witz wieder? Er hat immer noch die kaputte Uhr von seiner Tochter an. Seht ihr das? In seiner linken Hand. Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Super. Das ist dämlich. Träum schön. Ich bin wirklich sprachlos, Leute. Seid ihr es auch? Schreibt es dann bitte in die Kommentare, eure ersten Emotionen, eure ersten Eindrücke nach so langer Zeit. Stell dir mal vor, sie fängt jetzt auf einmal an, perfekt zu spielen. Okay, shit. Last of Us Part 2. Einfach Teil 2. Wir sind da, Leute. Boah, mein Ohr. Alter, das sieht teilweise aus wie echt, ne? 4 Jahre später? Scheiße. Ah, 4 Jahre später? Verdammt. Ist ja locker 20 jetzt oder so. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Der wusste gar nichts davon. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Och, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Einfach 4 Jahre später. Oh, jetzt können wir spielen. Krank. Echt okay. Wie groß Ellie geworden ist, ne? Die ist ja locker jetzt 20 oder so. So müde. Oh mein Gott! Hier liegt einfach eine PlayStation 3. Was? Einfach eine PlayStation 3 hier am liegen. Welche Spiele liegen denn da? The Dexter? Warum liegt hier kein Uncharted, Alter? Das hätten die echt mal machen müssen. Das kann doch nicht sein, dass hier kein Uncharted liegt. Einfach eine PlayStation 3 liegt hier. Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken. Vielleicht finden wir Hinweise auf Uncharted 5. Stell mal vor. Okay. 27.06. Endless. Nee. Ah, es wird schwer, Hinweise für Uncharted zu finden, Leute. Aber ich werde die ganze Zeit danach gucken. Wenn ihr was seht, sagt Bescheid. Ja, 4 Jahre später, wo ist sie denn jetzt hier? Was ist passiert und alles? Das würde ich mal jetzt sehr, sehr gerne wissen. Was ist alles passiert in dieser Zeit?
Ja, wir zocken jetzt ein komplett neues Spiel. Ne? Und das sind diese ganzen Magazine, die sie so gefeiert hat. Und da hat sie immer noch ihr Poster. Da ist ja die Figur von dem kleinen Jungen, Sam, der gestorben ist im ersten Teil. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Wir werden jetzt alles Step by Step in Ruhe anschauen, Leute. Also gar kein Stress hier beim Durchspielen und so. So, okay. Wir haben alles durchgeschaut. Hier gibt es leider nichts. Okay. Die Sounds sind schon sehr, sehr krass abgemixt. Ja. Also sehr, sehr gute Qualität. Ellie hat auch eine andere Stimme bekommen. Natürlich, sie ist ja auch älter geworden. Sie sieht richtig aus wie so ein Teenager. Wie gerade frische 19, 20, würde ich sie jetzt mal schätzen. Und ich bin eigentlich sehr, sehr gut im Schätzen. Aber das ist echt krass hier mit der PlayStation, ne? Aber ich finde es halt umso trauriger, dass hier kein Uncharted liegt. Ja, schade. Nehmen wir das Messer mit hier. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Maria hat ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, haben bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Klappe. Wollte gerade aufstehen. Also das ist ja immer noch ihr gleiches Zimmer wie von vor 4 Jahren, glaube ich. Müsste es ja eigentlich. Ja. Ja. Alter. Ey, guckt euch bitte. Ich bleib einfach nur stehen. Was ist eine Grafik, ey. Also wir dürfen echt zufrieden sein, ohne Witz, mit der Grafik, mit allem. Wir müssen. Das ist. Pass auf, ist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Habe ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Eher geschubst. Und dann? Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Safe hat die Rille gemacht, klingt ne? Aufregend. Kleine Ellie ist jetzt volljährig und macht Maria die Rille. Möchte mit dir reden. Sie hatte jede Menge Spaß. Wo ist sie? Lange aufgeblieben. Getanzt. Geht's um Seth? War so süß. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Nee. Aber schon krass, ne? Entschuldigung. Das sieht schon krass aus hier, ne? Alles. Haben die sich schon. Überlegt mal, Leute, diese ganze Zombie-Apokalypse, die haben jetzt hier quasi so ein eigenes Dorf aufgebaut. Lichter und überall außenrum sind so Mauern, damit keine Infizierten reinkommen. Also denen scheint es ja hier gut zu gehen, ne? Unfassbar. Guck, ich krieg das Lächeln von meinem Gesicht nicht weg, Leute, wirklich. Alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst. Ellie, alles cool. Versprochen. Sieht auf jeden Fall echt sehr schön aus hier, ey. Mit dem Schnee vor allem auch. Also die Atmosphäre, die man hier gerade hat. Ey, wir zocken gleich schon eine halbe Stunde, ey. Das kann nicht sein. Hey! Na? Klein hey, Kylie? Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Wie süß. Na? Smitty, Jackerman, Jensen. Den Leuten geht's aber gut hier. Guck mal. Kinder, die spielen hier. Also alles scheint ja super zu laufen gerade. Ja, guck mal. Alter, noch so ein kleiner Glühweinstand hier. Lecker Glühwein, Tee, Kaffee. Aber woher kommen die Tiere her? Das frage ich mich. Wo kriegen die Tiere her? Hi, Jesse. Oh, hi. Oh, hi, Ellie. Morgen. Okay, wow. Also es scheint alles seinen Lauf gefunden zu haben hier. Sagen wir einfach, du schuldest mir was. Aber nächste Woche mache ich keine Ausnahme mehr. Heftig. Ich überlasse das gerade alles so auf mich wirken. Ihr auch? Tipps, die beißen. Unnormal. Okay, wir gehen hier rein. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Aha. Einfach so ein eigenes Pub haben die hier. Heftig, guck mal, was hier los ist. Also von Corona war noch kein Anzeichen, ja? Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Ist das die Frau von Tommy aus Teil 1? Maria? Seth. Ich glaube schon, oder? Seth, komm her. Kann gut sein.
Hey. Wer ist das? Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Oh. Hm. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Ja, aber ein kleines Bierchen würde ich schon mitnehmen. Was guckst du so, hä? Was guckt der mich so an? Ey, sucht nach Easter Eggs. Irgendwas. Russian Lager. Schon sehr, sehr cool hier, auf jeden Fall. Ich sag Easter Eggs, das sind doch die Eggs. Dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Ein Eichhörnchen! Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt guck mal, ihr beide das. Süß! Guck mal, sie lernt gerade das Gehen. Oh, guck mal. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Echt sehr, sehr schön. Warte mal, ich will jetzt hier auch nochmal, bevor wir hier sofort weitergehen, ey, wir können mal ein bisschen hier gucken, was hier so abgeht, Mann. Können wir hier rein? Ach, guck mal, Kindergarten ist hier. Ey, die haben ja alles hier, die haben ja jetzt schon ein komplett eigenes Leben. Hast du kurz Zeit für mich? Klar. Krank, ne? Movie Night sogar. Filme. Housebreaking Rufus. So, der Henry Ali passt hier wieder unterwegs. Rufus. Was ist das denn? Krass. Einfach Kindergartenplan. Heftig, was sie sich hier aufgebaut haben, ne? Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Ach, Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Was ist passiert? Ja. Okay. Okay, dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey, Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Oh Gott. Und Ellie hat sie letzte Nacht anscheinend geküsst, aber sie hat ja auch damals schon Dina. Ihre beste Freundin da geküsst gehabt. Können wir reden? Hey, Leute, ich bin raus. Wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay. Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also. Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mal mit! Weil du feige bist? Feigling! Oh. So sehr. Machen wir sie fertig? Schneeballschlacht. Ja, gerne. Komm. Ihr wolltet es so. Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer. Oh, Scheiße. Kommt her, hä? Los, los. Bam. Schneller Wurf. Hallo. Dreieck, Dreieck. Das Fahren konnte Wix-Kreis. Ach, Wix, sag ich schon. Wirf. Faxiert, zack, R2. Nimm das. Oha, ey. Ganz schön hart. Nimm. Mach dir. Oh, oh. Und, oha, der hat mich getroffen. Ich komm gleich rüber und zeig's dir, aber na, ey. Von hinten, zack. Und nochmal. Seht ihr das? Komm her.
Und ey! Wir haben euch klettern. So. Ich bin jetzt hier ganz oben. Was wollt ihr machen, hä? Wo seid ihr? Zack, bam. Oh, hat der Glück gehabt? Und zack. Lauf lieber. Ducken, duck dich, duck dich. Oh, guck mal, die Schattierungen, der Schatten hier unten. Oh mein Gott, in deinen Arsch. Schnee. Schneeballschlacht hier. Juppa. Oh, Volltreffer. Ellie und Dina, 9 zu 10. Wer zuerst 10 Treffer erreicht? Okay, die haben 4. 5. Oha, die ziehen ja gerade richtig durch, die Kinder. Oha, 6, 7. Was? Die holen noch auf. Ich muss mich ducken, Alter. Die holen ja richtig auf. Voll die spannender als Weekend League. Oha, wie 3D. Wow. Ich schwöre, das ist wie 3D, wenn die werfen. Und schau. Hab ich sie. Unfair. Was unfair? Na, wie war das? Hey! Wollt ihr noch mehr? Oh! Aufi! Damit kommt ihr nicht davon! Big Mac, komm jetzt! Big Mac! Wir haben das früher... Wir haben das früher immer Big Mac genannt. Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Oh, na los. Oh Mann! Das haben wir früher in der Fußballmannschaft auch gemacht. Jeder mal auf alle was? Draufgeschmissen. Yep. Gehen wir. Dina hört sich aber mehr so persisch an, also, ne? In die Richtung. Jesse sieht doch so dass aus. Wir die Wachtpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Hier wird die Strecke gefallen. Heftig, ne? Morgen. Es erinnert auch so leicht an Days Gone, ne? Seid mal ehrlich. Es ist eine Mischung aus allem gerade irgendwie. Ich bring sie rein. Danke. Wie viele Pferde hier sind, ne? Krass, was sich hier aufgebaut. Guck mal, die ganzen Kühe hier. Boah, die machen hier das beste Steak alles hier, Alter. Krass. Erstmal drauf klarkommen. Ich glaube, wir verlängern die Folge auf 40 Minuten, Leute, Alter. Oder? Auf 40 Minuten. Guck mal, hier sogar für die Reise Sandwiches zum Einpacken. Ah, ist schon krass gut organisiert hier alles, muss man schon sagen. Hier ist eine gewisse Infrastruktur, ey. Ah, krass. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Das ist bisher ein sehr schönes Intro. Hey, wirklich. Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffnet das Tor! Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Okay. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Eigentlich ist hier der perfekte Zeitpunkt, um zu beenden, ey. Weil jetzt geht's in die Welt nach draußen zu den Infizierten. Das war echt eigentlich das perfekte Intro, Leute. Okay. Raus geht es. In die kalte Welt von Last of Us. Boah, diese Musik und so alles, ey, das ist so ein Feeling. Und Freunde, ich würde sagen, eigentlich ist das gerade der perfekte Moment, um aufzuhören, um bei der nächsten Folge weiterzumachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder komm, wir gucken uns das noch an. Wir gucken uns das noch an. Wer ist das? Okay. Dieser Schlafsack allein, wie der aussieht, schon. Wer ist das?
Wie breit die ist, ne? Hey. UFC-Kämpferin. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Okay. Spielen wir jetzt die auch, oder was? Na los, hier lang. Okay, Leute. Also, es geht auf jeden Fall mit zwei neuen Personen weiter, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Und ja, ich würde sagen, genau an dieser Stelle pausieren wir und machen morgen bei der nächsten Folge weiter, Freunde. Nehmt den Like-Button auseinander. Ich will die 15.000 Likes auf diese Folge sehen. Morgen direkt die nächste Folge. Schaltet wieder ein. Wer neu ist, abonniert den Kanal kostenlos. Lasst Support da, Leute. Denkt auch dran, mein Instagram auszuchecken und mein Twitch-Kanal. Dort streame ich auch fast jeden Tag. Und ja, Freunde, ich verabschiede mich. Macht's gut. Danke für euren geilen Support. Die erste Folge von Last of Us 2 ist wie im Flug vergangen. Ich habe so Bock auf dieses Let's Play. Und wir werden gemeinsam durchziehen und sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Alles klar, Leute. Das war's von mir. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.